Geschwindigkeitsbegrenzer aktiviert ist. Kann ich nicht aufmachen. Nee. Da ist nichts. Da ist es kein Feld. Nicht zum Klicken, nicht zum Anmachen oder zum Ausmachen. Und da ist auch kein Haken drin, also ist wahrscheinlich aus. Okay. Ah, ich guck gleich selber mal. Jetzt kann ich es ja testen gleich mit 90 km/h scheinbar. Also, bevor ich jetzt mal hier auf so einen Seitenstreifen. Zack. Warnblinker an. Optionen. Achso, ja, seht ihr hier auch gerade, wir machen ja externe Aufträge. Hatte ich noch gar nicht vorgezeigt. Kann man über World of Trucks machen jetzt. Voll geil. Gameplay. Ja, so kriegen wir die gleichen Aufträge zur gleichen Zeit und müssen nicht immer gucken, ob wir einen Auftrag in der Nähe haben. Geschwindigkeitsbegrenzer aktivieren. Ja, tatsächlich kann man gar nicht aktivieren. Ne? Okay. Aber da war auf jeden Fall nicht so ein Geschwindigkeitsschild. Nee. Also, ne? Wie bei den anderen, wie beim amerikanischen Server zum Beispiel. Dass das 90 gedrosselt wird, ja. Ja. Oh, hier ist nur. Das testen wir da jetzt mal. Der dreht mir da mal schön durch. Warte! Ich beschleunige oder gerade mal, du müsstest mich da jetzt locker einhalten. Du fährst jetzt auch erst auf der Autobahn drauf, ne? Ja. Das wäre ja jetzt doof. Ja gut, ist eigentlich egal, wir wollen ja eh bloß 90, aber... Ne? Ja. Wenn wir mal übertreiben will. Ja, der bleibt bei 90 stehen. Ja. Okay. Gibt's überhaupt noch Server, wo das geht? Drüber zu kommen? Europa 3 Server spielen wir? Also, hä? Mal nochmal genau gucken, keine Ahnung. Oder sind wir auf... Wir sind doch Europa 3, ne? Ja. Hängt fest in der Kurve, geil. Dann brauchen wir doch gar keinen... Keinen... Pixier. Wer heißt's? Tempomat? Nö. Ist ja dann der. Ja, gut, Tempomat ist halt nur, dass man einfach nur lenken muss, wenn man keinen Bock hat. Ja, für Fauler. Ja. Ja, sind wir so mal Fauler. Ich hab immer Tempomat, aber ich keinen Bock zu fahren. Okay. Am besten noch Autopilot, ne? Ja, das wäre geil. So selber automatisch lenken lassen. Ah, ja, scheiße. Unfall? Nee. Was dann? Ich bin links reingefahren. Oh. Das ist ja blöd. Dann muss ich mich ja jetzt irgendwo hinstellen, ja. Ah, ich hab's da hingekriegt. Aber ich komme jetzt. Bin wieder auf der richtigen Spur. Okay. Ah, hier kommt jetzt ein mega langer Tunnel. Da kann ich nicht warten. 2% Schaden an der Ware. Ah, Kotze. Naja. Passiert, ne? Müssen sie mit leben, die Italiener. Eben. Außer das ist eine Autobatterie. Was ja, die sind ja schon gebraucht, ne? War schon so. Mal die Kartons. Ja. Genau, es war schon so. Muss ich damit argumentieren, es war schon so. War ich nicht. Alle nichts schuld. Nee, Mehmet nichts schuld. Ja. Mal guck mal, Maut. Selbst schon, wenn sie die Kramplätze nicht verdichten. Die Maut. Kann man ja durchfahren? Das ist nicht so wie in Skandinavien, wo man nicht durchfahren kann. Da kann man einfach schon durchfahren, das war schön. Ne? Aber wird dann trotzdem abgezogen. Ja. Ja, aber gut so. Oh, scheiße, ich donner erstmal gegen die Schranke. 23 Euro, verarschen ja oder was? Bin ich ja bald pleite. Nimm doch mal eine Million oder so, ist okay. Dann bleib ich jetzt hier ein bisschen stehen, warte, bis du hier auftauchst. Oder? Ta-ta-ta. Ja. Ah, und sonst so? Und sonst so? Mit Doppel-N? Natürlich. Ja, nischt, ne? Was macht die Mutti? Ist immer noch tot? Nee. Nee. Nicht meine Mutti. Und der Hundi? Ja, lebt auch. Was macht der? Und guck mal, kommt der wieder zu dir? Weiß ich nicht. Ah. Irgendwann, wenn er Bock hat.
Der ruft meistens vorher an. Er selber? Ja. Ah. Warum? Gehst du rein und dann. Und ich dann, oh, muss das sein? Da heult er dann immer und dann sage ich, ja, komm rum. Ja, kommt der. Bring Bier mit. Ja. Ja. Ja, wo bleibst du denn, Alter? Warst du 1000 Kilometer weg von mir oder was? Bin gleich da. Ja, ja. Ja. Ja, gibt's doch nicht, ey. Das ist ja, ja voll langweilig für die Leute hier. Die sowieso nicht zugucken. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt, schreibt mal in die Kommentare, ne? Ja, genau. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt, schreibt das mal jetzt in den Kommentar, dass du das auch getan hast. Mit Hashtag hab geguckt. Nee, Hashtag Gewitter. Ja, das passt ja nicht. Gewitterzeit ist gerade nicht. Ah. Ja, er fährt noch weiter. Ich muss sogar bremsen. Ich muss eine Maut bezahlen. Achso, oh, ich dachte, du bist ja schon durch. Nee, nee. Wie lange dauert denn das bei dir? Musst du durchhuschen. Ach ohne so. Zu bremsen, musst du denen das Geld zuwerfen. Hier fangen. Mach auf, schnell. Mach auf, hier, hast du 20 Euro. So wie Mike bei Better Call Saul. Ja, zum Beispiel. Ja, ich bin auch echt gespannt, wie es da weitergeht. Nächsten Monat, ne? Ja, Mitte Februar, oh, ne? Schön. Schön. Schön Netflix wiederholen. Ja. Oder vielleicht auch nicht. Und noch 99 Jahre, ne? Bis, ne? Weißt du, ja? Ey, es ist nur noch zweistellig. Toll. Macht's auch nicht besser. Ja, komm. Das sind noch 3 Monate. 99 Tage. Etwas mehr als 3 Monate. Weitergehen. Aber ey, immer noch schneller als Sherlock. Das geht erst nächstes Jahr weiter. Ja, das ist ja auch eine ganz komische Serie. Da haben sie scheinbar auch noch Bock, wenn sie, ne? Ach ja, könnt ihr ja mal wieder neue Folgen machen. Komm. Ist halt relativ teuer, die zu produzieren, ne? Und Game of Thrones ist teuer. Ja, aber Game of Thrones wird nicht von, naja, sowas wie GEZ bezahlt. Ach, das wird ja, ja. Mhm. Ne? Hm. Siehst du, stellen sie mal ein bisschen was Vernünftiges ein. Ja. Wird das eigentlich auch mit von in Deutschen bezahlt oder nur? Nur von denen. Nur bei denen. Das ist ja keine deutsche Produktion. Nee. BBC. Ja. Ah. Das ist ein Ami-Sender, ne? Ja. Ist das nicht die britische oder britisch, Sendung? Britisch, ja. Spielt also, zumindest in London, ja. Ja. Na gut, der Sender weiß ich jetzt nicht, was er ist. Wird aber Ami oder britisch. Oh, über 500 Meter ist der schon wieder weg, ey. Wollt ihr? Statt du mich einhüllt, aber geht ja nicht, wenn du nicht schneller als neu. Ja, du mal 70. Innsbruck, hey, da habe ich noch keine Garage. Ja. Ja du willst ja dann weg, hast du Pech. Ja. Ist nicht. Für Alkohol. Ja, Alkohol ist nicht. Hast du dein Bier? Ja, aber Krombacher, das ist kein schönes Bier. Krombacher ist echt kein leckeres Bier. Oh, ist ja gar nicht mehr so weit, ne? Nee. 220 Kilometer? Das ist ja... Haben wir gleich geschafft, ja? Ja. Ja, ja. Na, so was muss ich doch cutten. Kannst du auspiepsen. Deine Katze soll nochmal kotzen, ich will das nicht. Wie man das vorhin kurz gehört hat, ey. Ja. Davon bin ich schon mal wach geworden, die mitten hat anfangen zu kotzen. Boah, das hatte ich bei einem Hund auch, oder? Boah. Hat der auch irgendeine Brei raus hier rein, oder? Oh, da kommt nochmal eine Schranke. Ja, ja. Die zwacken hier ab, ey. Ja. Ah ja, deine Hupe funktioniert, das ist gut. Ja, jetzt bremsen wir mal rechtzeitig hier, oder? Bei mir ist der Wichser nicht gehupt, der
Bastard. Kannst du mal sehen. Hat sich bestimmt gedacht, oh, der hupt nicht zurück, dann hupe ich den jetzt hier auch nicht an. Nee, der hat wahrscheinlich nur geguckt, weil er Angst vor dem weißen Wanderer hatte. Ah ja. Alter, 61 Euro. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, wie viel ich hier zahle? Bestimmt nicht so viel. Sonst geht euch noch ganz gut, ja? Ja. Richtig. Ja, ja. 3 Stunden. Ja, ich bin halt mit so, ne, 90 in der Kurve. 90 in die Kurve? In die Kurve, genau. Und LKW war ganz kurz etwas... War müde? Etwas müde, wollte sich kurz hinlegen, aber hat dann doch gesagt, okay, ja, ein Stückchen ich geht noch. Ich zieh noch durch, ein bisschen geht noch. Ja. LKW doch nicht müde, LKW nicht schlafen, nein. Ja. Von Computermaut. Ja. Oh. Dreimal Maut, ey. Scheiß Verona. Scheiß Frau Pot. Also ich sehe dich schon wieder gar nicht mehr in der Liste. Ich sehe dich auch nicht. Meine Fresse. Ist doch scheißegal.